Moin, moin. Ja, offenbar ist Microsoft wohl ein kleines Upsi passiert. Eine Sache vorweg, alle Infos in diesem Video sind natürlich unter Vorbehalt. Es können sich stets noch Informationen ändern und so weiter und pipapo, ihr wisst Bescheid. Nur, dass da jetzt sich niemand darauf versteift, du hast aber gesagt. Was genau ist passiert? Microsoft hat offenbar auf ihrem Marketplace, das seht ihr da jetzt wohl im Hintergrund eingeblendet, haben sie wohl den Namen des DLCs geleakt. Und das ist das sogenannte Lands Between DLC. Das war auf dem offiziellen Microsoft Marketplace, soweit ich das mitbekomme, und wurde innerhalb von ein paar Minuten wieder gelöscht. Hoppala. Ja, was da dran ist, kann man schlecht sagen. Das Blöde ist halt, es war halt der Marketplace. Es war jetzt nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, sondern das ist schon so ein bisschen blöd, ne? Also das ist dumm gelaufen. Und ja, das wollte ich nur mit euch teilen. Offenbar wissen wir dann wohl vermutlich den Namen, wenn das kein Placeholder-Name ist. Und ja, das war's dann sogar schon. Ich bin dann wieder raus und tschüss.